So, dann geht's rauf in den Tempel. Kathedrale des Lichts. Das heißt, ich werde jetzt mit der Mutter Oberin Prava reden. Frag mich, warum da überall Stühle sind. Man findet überall hin und wieder mal Stühle. Es wäre cool, wenn es noch irgendwie andere Sachen gäbe, wo man da ein bisschen interagieren könnte. Also es ist jetzt nicht nötig, es ist ja nur eine Spielerei, aber... So. Sorgt dafür, dass die Küche bereit für den morgigen Gottesdienst ist. Engel über uns. Ihr seid zurückgekehrt. Josef, Rat des Lichts. Ich benötige einen heiligen Segen, um Lilith weiter zu verfolgen. Die Mutter Oberin wird davon erfahren wollen. Aber sie ist in Korvalar. Sucht euren Segen dort. Alles geschieht, wie Inarius es vorhergesagt hat. Bald wird er frei sein und aus Sanctuario entkommen, um in die Himmel zurückzukehren, wo er hingehört. Also, ich habe Fragen. Alles geschieht, wie Inarius es vorhergesagt hat. Das ist also der Engel, der wo mit Lilith sozusagen ja da angeblich die Menschen erschaffen hat. Ob das wahr ist oder nicht, keine Ahnung. Vor allem frage ich mich, ob der... meine, wenn der mit Lilith die Menschheit erschaffen hat, oder respektive, nee, eigentlich hat ja Lilith angeblich die Menschen erschaffen. Also wurde ja da unten, wo ich ja vorhin war, gesagt, in den Tafeln und so. Ich weiß aber nicht, ob das wahr ist. Keine Ahnung, mal schauen. Was wisst ihr über Mutter Oberin Prava? Als Kind war sie krank, von ständigen Anfällen geplagt. Aber Inarius hat sie geheilt. Als ich sie traf, war ich ein Sünder. Aber ihr Glaube zeigte mir, was ich sein könnte. Niemand ist besser dazu geeignet, uns zu führen. Was ist denn Korvalar? Eine unserer Verteidigungen gegen die großen Übel. Wir bekämpfen Terror mit Glauben, Hass mit Mitgefühl. Wir haben die mächtigen Türme von Korvalar gebaut, um der Zerstörung standzuhalten. Inarius hat das vorausgesagt. Er erhielt eine Prophezeiung. Licht durchdringt das Herz des Hasses. Er wusste, was das bedeutete. Es würde sein Schicksal sein, Lilith zu töten. Und wenn er das tut, wird er erlöst und erneut in die Himmel aufsteigen. Okay. Also das heißt, diese Quest, ich muss mich nach Korvalar begeben und mit Mutter Oberin Prava sprechen.
Hoffentlich wird sie mich segnen, damit ich den Schwarzen See überqueren und Lilith verfolgen kann. Also die Quest ist jetzt... Aha, hier oben, okay. Puh. Also die schicken mich jetzt kreuz und quer. Ich bin gerade wirklich drauf und dran, hier mal das dazu machen. Ich mache jetzt... Ich habe irgendwie mal Lust, das zu testen. Ich habe das ziemlich relativ am Anfang mal bekommen, diese Quest. Und es ist zwar nur eine Nebenquest, aber keine Ahnung. Ich werde es jetzt einfach mal probieren. Habe ich noch Zeug zum Zerlegen? Nein, das habe ich nicht. Geht's mal da so einen Stützpunkt einnehmen oder keine Ahnung, was das ist. Es nimmt mich schon die ganze Zeit Wunder, was das ist. Falsch abgebogen. Ich habe kaum noch Wut. Also die Gegner sind mir jetzt noch nie begegnet. Aha, hier ist ja sogar eine noch eine zweite Nebenquest. Das heißt, ich könnte... Mann, das Spiel ist gemein. Das schickt einen kreuz und quer. Ich bleibe jetzt mal knallhart dabei und werde da unten durchgehen. Ich brauche mehr Wut. Eigentlich wollte ich mich ja wirklich jetzt da die Hauptkampagne machen, aber jetzt schickt es mich da wieder ganz rechts rüber. Ich habe nicht genug Wut. Das war die falsche Taste. A muss ich drücken. Linke Maustaste, die habe ich fertig. Die rechte Maustaste habe ich fertig. Theoretisch könnte ich jetzt eigentlich... Okay, der da gebe mir... Das ist der Schlachtruf, hä? Das heißt, die zwei sind jetzt neu, oder?
Also die zwei habe ich. Gut, theoretisch 3% die ganze Zeit schnellere Angriffsgeschwindigkeit ist schon auch verlockend. Hier wäre der Schaden halt einfach nochmal höher. Also das gibt in Anführungszeichen nur 1,5% Schadensbonus 6 Sekunden lang. Sehe ich das richtig? Moment mal, was... Aha, hier hätte ich ja auch noch... Das habe ich ganz übersehen. Ich wollte gerade sagen, irgendetwas habe ich doch noch zur Verteidigung. Aha, hier. Stellt euch und erhaltet eine Barriere, die 5 Sekunden lang 55% eures verlorenen Lebens absorbiert. Das heißt, theoretisch hätte ich nochmal eine Barriere 5%. Die Dauer eurer Rufeffekte erhöht sich um 8%. Ich weiß nicht, ob das mich selbst auch heilt, aber wahrscheinlich schon, oder? Wie viel gibt denn das? Jetzt, das ist 6 Sekunden und dann 3 Sekunden. Ich setze das mal da rein. 6,5 und 3,2. Also insgesamt 1,5 Sekunden. Also das ist eher minim, sage ich jetzt mal. Ich tendiere fast eher zu 3% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Ja komm, ich nehme das weg. Ich setze da noch einen rein. Ich will ein bisschen schneller angreifen. Also ich gehe jetzt pfeifen gerade. Ja, nicht ganz pfeifen gerade, fast. Ja, weil schneller angreifen gleich mehr Wut und natürlich auch mehr Schaden im Ende. Ich habe keine Wut mehr.
Also ich gehe jetzt nicht darunter, ich gehe jetzt schön weiter. Ich will jetzt mal wissen, was das ist, so ein Stützpunkt. Da einfach so mehr Feinde drin sind oder keine Ahnung. Stützpunkt in der Nähe. Okay, das will ich jetzt endlich mal erleben oder erfahren, was das... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das kann man jetzt befreien, damit da die Leute, sagt die Guten, wieder rein können. Ich bin nicht ganz sicher. Mutter, bist du das? Also ich weiß ja nicht, ob jetzt da eine Mega-Horde auf mich ein... stürmt oder ich weiß nicht, was jetzt passieren. Untersucht das Dorf steht jetzt. Aha, warte mal. Diese Schnitzereien sind Zeugnis der geschickten Holzhandwerker Nostravas. Ihre Gesichtszüge sind so lebendig, dass sie sich fast zu bewegen scheinen. Lebensechte Holzschnitzerei. Also hier ist ein Heilbrunnen. Das bedeutet, da drinnen ist wahrscheinlich ein Boss. Sprecht mit der Priesterin. Irgendwie... Seid gesegnet, die ihr im Namen der Mutter sterben werdet. Bereitet dieser Wanderin den heiligsten Empfang. Boah, die machen unheimlich Schaden, ey. Das ist nicht normal. Hä? Warum? Ich kassiere hier Schaden, das ist absolut nicht sauber.
Also jetzt bin ich rausgegangen, jetzt habe ich ein bisschen weniger Schaden kassiert. Ah, ich brenne die ganze Zeit, hä? Weiß ich nicht, das gehört nicht mehr zum Dorf, ne, oder? Oder doch? Doch, wahrscheinlich schon. Ich bin noch nicht bereit. Hier geblieben, mein Freund. Bla 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 bla. Das ist das gleiche. Ah, das ist der, wo ich schon vorgelesen habe, okay. Ich brauche mehr Waffen. Ich muss warten. Will aber nicht warten. So, gib denen auf die Fresse. Ich wollte gerade sagen, die wollen mich nicht dran hindern, da rauszugehen, hä? Ich habe nicht bin noch nicht bereit. Oh, oh, oh. Scheiße. Also ich flüchte mal zum Brunnen. Ah, das ist noch gut zu wissen. Das gibt dir sogar noch 5 Pfeiltränke, wenn man so in einen Brunnen geht. Das wusste ich nicht. Zuerst eine große Klappe. Kommt nur, kommt nur. Aber warte, hier kann man jetzt öffnen. Hilfe! Ich bitte euch! Ich habe kaum noch ungezogene Strahlen Verderbnis. Ich muss sie zerstören. Hier drüben! Hilfe! Oh, ich Scheiße, warten. Jetzt muss ich raus. Die Hütte brennt wieder. Ich weiß ja nicht, der, wer das sagt, Hilfe, aber also ich sah schon das vom Haus. Aha. Ja, weil da war so viel los. Ich habe zwar nicht gewusst, ist jetzt das die Dämonin, wo das sagt oder was? Aber er hat dann hier noch mehr Häuser, wo man rein kann, oder? Hier nicht, oder? Aha. Das sind jetzt insgesamt 4 Totems, wo man zerstören muss. Ja doch, dann gehe ich jetzt doch darunter. Also jetzt muss ich ehrlich zugeben, wünschte ich mir fast, hätte ich einen... Ah, ich könnte immer noch einen Defensivpunkt reinhauen. Jetzt kommt wahrscheinlich irgendetwas... Text. Geht es nur mir so? Oder haben die Leute hier alle einen seltsamen Blick?
Ich weiß, dass wir noch ein paar Tage bleiben wollten, aber irgendwas stimmt hier nicht. Mir gefällt nicht, wie sie mich ansehen. Wir treffen uns auf der Straße Richtung Minestat, nördlich der Stadt. Ja, die hat ein gutes Bauchgefühl. Verschwindet aus meinem Haus! Gut, der Schwierigkeitsgrad hat ein bisschen schon zugenommen, auch wo ich schon ein bisschen aufgestiegen bin. Falsche Taste. 5 Rüstung. Also hier macht es dann jetzt vielleicht schon hin und wieder mal Sinn, das eine oder andere zu verstärken. Hä? Eventuell. Also ich weiß es nicht. So vielleicht nur eine Stufe oder so. Die wollen nicht unbedingt, dass man das macht. Ne? Also jetzt muss ich einfach schauen. Oh scheiße, jetzt kommt noch mehr. Ich glaube, das werde ich wahrscheinlich nicht überleben. Nein. Scheiße, das ist jetzt überhaupt nicht gut. Ha? Oh scheiße, das wird jetzt ein bisschen doch heftig, hä? So, jetzt könnte mal einer... Okay, Heiltrank. So, ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich die ein bisschen trennen kann, sonst wird das ganz hässlich enden. Also die da sind nicht so toll, hä? Okay, Heiltrank habe ich eingetütet. Ich muss warten. Okay, jetzt muss ein bisschen Bewegung sein, sonst bin ich hinüber. Vor allem die Scheißkerle machen unheimlich Schaden, wenn die mich erwischen. Ich probiere halt den Kleinen ein bisschen zu bearbeiten, damit ich vielleicht der eine oder andere Heiltrank bekomme. Ich muss warten.
Jetzt muss ich aufpassen. Ich bin noch nicht bereit. Oh, ich hänge fest. Oh, Scheiße. Also, wenn dann ein paar kleine kämen, wo ich jetzt einen Teiltrank rausbekomme, wäre nicht so verkehrt. Also wenn ich mich dem jetzt stelle, bin ich wahrscheinlich gar geliefert. So, jetzt muss ich irgendwie ein bisschen strategisch. Ich muss warten. Okay, der wartet schon dort. Ich bin noch nicht bereit. Der Mist verfolgt mich. Ich muss warten. Scheiße, muss ich jetzt wirklich raus? Ich muss irgendwie einen Heiltrank finden. Hat es hier jetzt wirklich nichts, wo mir einen Heiltrank gibt? Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Oh, oh. Uff, wenn ich der kassiert hätte, das wäre fertig. Feierabend gewesen. Danke. Soll ich wieder in den Stützpunkt? Also so ein paar Heiltränke wäre absolut kein Luxus, echt. Ich habe keine Hut mehr. Gut, theoretisch könnte ich jetzt auch ein bisschen umskillen eigentlich, für ein bisschen Leben. Das ist jetzt Mist. Ich will jetzt nicht sterben. Ich könnte natürlich jetzt einfach zurückporten oder so, aber...
bin noch nicht bereit. Sobald ich 5 Tränke habe, gehe ich nochmal rein und probiere. Ich weiß halt nicht, ob ich dann komplett nochmal bei 0 anfangen muss oder was. Aber es war schon ziemlich eine haarige Angelegenheit. Jetzt weiß ich nicht, ob ich ein bisschen auf Leben gehen soll oder was.